Hallo Leute, jetzt geht's weiter. Wir suchen uns jetzt das sechste Stück des Stabes des Chaos. Und zwar müssen wir dazu. Ich glaube, wir haben das schon bekommen. Ja, hier ist es. Crypt of Hearts, die Krypta der Herzen. Dort werden wir jetzt hingehen. Halt, nein, vorher aber. Vorher aber, hätte ich was vergessen, überspeichern wir unseren zweiten Spielstand. So, aber jetzt ab zur Krypta der Herzen. Ich bin gespannt, was uns dort erwarten wird. Crypt of Hearts. The chill of death seems to touch your heart as you gaze upon the stone walls of the Crypt of Hearts. Above the entrance stands a grinning skull, a warning to those who would traverse the halls of the dead. You can sense the sixth piece of the Staff of Chaos somewhere below. Okay, kurz auf Deutsch, die Krypta der Herzen. Das Gefühl des Todes berührt unser Herz, als wir auf die Steinmauern der Krypta der Herzen hinaufsehen. Über dem Eingang steht ein grinsender, glaube ich heißt es zumindest, grinning, Totenschädel. Eine Warnung für diejenigen, die die Hallen des Todes betreten wollen. Und wir können das sechste Bruchstück des Stabes des Chaos innerhalb der Krypta spüren. Also, gehen wir doch einmal hinein. Ui, sehr schöne Treppen aber. You stand in the Crypt of Hearts, a world of darkness and death. There is still, decayed with age and the smell of sulfur, pervades the air. A hot wind seems to be coming from around the corner to the south. Okay. Also wir stehen jetzt halt in der Krypta der Herzen, eine Welt der Dunkelheit und Todes. Die Luft steht still, weiß ich jetzt nicht ganz, irgendwie so verrottet seit Zeitaltern. Und der Geruch oder Geschmack von Sulfur pervades the air, weiß ich jetzt nicht, was es heißt. Von Sulfid vielleicht, von Schwefel kann sein, weiß ich jetzt nicht. Ein heißer Wind scheint von der Ecke, um die Ecke im Süden hervorzukommen. Sehen wir uns doch mal bei der Karte, ob wir in irgendeiner... oben rechts. Wir haben bereits zwei Grenzen entdeckt. Dann sehen wir uns doch hier einmal um. Nur ein Weg, okay. Und hier... Was haben wir denn hier? Ein Drache mit drei Monden? Das ist ja cool. Wow! Okay. Das hat sich auf die Seite geschoben. Wie geil. Okay, es würde hier weitergehen oder nach links? Haha, ein Skelett. Das töten wir. So, wo haben wir denn unser... Mist haben wir nicht. Dann einfach Angriff. So. Okay, sollen wir jetzt hier weitergehen oder den Geheimgang? Da gibt es auch schon wieder einen weiteren Geheimgang. Hier. Aber ich will den Geheimgang erstmal weiter. Cool. Okay, was finden wir hier? Oh, ein Schatz. 68 Gold und sonst nichts. Doch, direkt rechts von uns. Ja. Geht es weiter mit Lava. Okay. On the other...
Okay, erst einmal Potion of Resist Fire. Und dann zwei Geister töten. Oh nö, jetzt ist irgendwas zerbrochen. Ja, toll. Meine Kettenhandschuhe sind zerbrochen. Nicht gerade toll. So, dann einmal kurz eine Heal-Tür. Wo haben wir die denn? Hier. Hey, Skelette. Wo kommt die denn auf einmal her? Ein Stab brauchen wir nicht. So, wo genau? Ah, da ist noch eins. Hier. Erwischt. Das hat leider nichts. Okay. Da würde es zurückgehen. Ich will auch erstmal hier weitersuchen, bevor ich da in der Mitte weitermache. Wow! Wohohoho. Okay, 30 Gold. Geil. Das hat mich jetzt echt erschreckt. On the other side of the lava run are temple walls with inscriptions that seem to twist your very thoughts towards base instincts. The smell of death lingers in the hot air. Drums can be heard in the distance. Okay, also auf der anderen Seite dieses Lavasees ist anscheinend Tempelwallen zu sein mit Inschriften. Jetzt weiß ich jetzt, da ist mein Englisch wieder zu schlecht. Die meine Instinkte irgendwie ansprechen oder so. Ein Geruch des Todes liegt in der heißen Luft und wir können Trommeln in der Entfernung hören. In der Distanz. Also erstmal hier weiter. Und da rein. Ah! Zwei Skelette. So, nichts. Und nichts. Okay. Ein Geist! Wo? Oh. Nee! Ach komm, ich habe diese Aufnahme noch gar nicht gespeichert. Müssen wir wieder ganz von vorne anfangen. Jetzt sind wir im Tempel. Gehen wir gleich mal neue Ausrüstung kaufen, wenn uns die kaputt geht. Wo ist der nächste? Nein, nicht in. Store, hier. Ah, wir sind bereits so nah, dass es uns auf unsere Karte zeigt. Geradeaus, links und die erste rechts. Geradeaus, links und die erste rechts da. Ich hoffe, der hat was für uns. Okay, nein, nicht verkaufen. Einkaufen. So, Rüstung. Kaufen wir mal hier Chain Boots. Für 27. Ach, 28, dieses eine Gold. Dann noch Gauntlets. Für 27. Da will er auch wieder 28. Linke Schulterplatte für 27 und er will 28 tatsächlich immer. Eine rechte Schulterplatte. Hey, das sagte sogar okay dazu zu den 27. So, dann die Hose für 40. Ah, okay. Dann haben wir 36. 38 will er haben. So, dann noch den Helm. Auch für 36. Und da will er auch wieder 38 haben. Der Brustpanzer für 50.
kriegst du sonst für 45. Jo, danke. So, jetzt noch eine Waffe. Ich hätte gerne einen Bogen. Wow, ein Metriersäbel, das ist cool. Cool. Brauchen wir aber jetzt noch nicht. Ein Stahlkurzbogen der Willenskraft. Nicht schlecht. 308, den können wir uns nicht mehr leisten. Battle Axe. Hier ein Langbogen für 20. Der geht gerade noch. 19 will er dafür haben. Okay. Dann rüsten wir uns mal um. So, und immer das obere verkaufen wir dann gleich nochmal. Gut. Ich weiß nicht mehr, woran wir vorhin gestorben sind. So, das hier kann er haben. 24. Gibst du es uns auch für 27? Nein. Was? Nein. Hab ich mich verklickt? Hier, die Boots will ich dir verkaufen. Gibst du es uns auch für 11? Nimmst du es auch für 11? Nein. Dann eben hier der Lederkürass kann weg. Wieder für 11? Nein, Mist. So, die linke Schulterplatte hier für 7. Na toll, nimmst du es für 8? Nein. Nicht mal falschen will er. Okay. Das wären dann 13. Och, Menno. Dann die hier für. Wo steht's? Ein Gold! Na toll. Was habe ich jetzt gedrückt? Keine Ahnung. Okay. Wenigstens ist er jetzt weg. Dann hier den Helm. 7 Gold. Ich will es für 8 Gold verkaufen. Mist. Der ist echt hartnäckig. Ah, und dann sind wir eh schon fertig. So, komplett neue Rüstung. Und einen Bogen haben wir jetzt. Damit reisen wir zur Krypta der Herzen und dort werden wir dann speichern. Falsch. So, Krypta der Herzen. Schnellreise. So, dann sind wir hier. Und jetzt speichern. Okay. Dann gehen wir hier weiter. Schatz, vorhin waren 68, 53 und im Mark. Okay, die Mark wissen, können wir jetzt nicht wissen, was drin ist. Haben wir eigentlich schon eine Mark oder keine? Ja, wir haben die Mark of Shocking. Jetzt gehen wir mal hier lang. Okay. War da jetzt vielleicht irgendwo mal ein Geheimgang? Hier war einer. Aber da will ich jetzt noch nicht rein. Was war das? Ach, die Säule. Hier ist eine Tür. Und hier links gleich wieder ein Geheimgang. Wo ich jetzt aber noch nicht hinein will. Und... Wow! Boah, die haben mich schon wieder erschreckt. Dabei hätte ich eigentlich wissen müssen, dass die da sind. Gleich mal einen Heiltrank. Okay, dann... Aha! Gold, nicht schlecht. So, wir haben kein Gold. Genau genommen sogar nichts.
Und hier haben wir einen Dolch, den wir nicht brauchen. Okay, damit hätten wir jetzt das hier ungefähr erkundet, bloß den Tempel drin noch, halt noch nicht. Aber da geht es eigentlich nicht weiter und ich sehe hier auch nichts. Machen wir den Tempel. Was sind jetzt die Türen? Da. Schnell einen Feuerresistenztrank. Jetzt habe ich den hinteren zuerst getötet. Nichts. Und hier nichts. Okay, da ist eine Tür. Auch hier ist eine Tür. Hier ist ein Skelett. Jetzt ist da irgendwo jemand durch eine Tür gegangen. Okay. Gerade eben noch gesehen. Gehen wir da mal eben durch. Hä? Da ist das Skelett von vorhin. Das ist wohl außen rum gegangen. Oder es ist ein neues. Aber hier gibt es auf jeden Fall nichts weiter sonst. Und hier? Auch nicht. Ich sollte vielleicht mal einen Heiltrank trinken. Ja, nochmal. Kann es doch nicht sein. Jetzt heilen die gar nichts mehr. Okay, das reicht jetzt fürs Erste. Okay, hier haben wir eine Tür. Die Geister von vorn sind nicht da. Hier ist eines. Da ist das andere. Sofort wieder heilen. Das reicht. Ist das sonst niemand? 10 Gold und ein Amulett? Hm. Was macht denn das? Ah, Mist. Was macht denn das Amulett? Minus 1, das können wir eigentlich abwerfen. So, ich hoffe, der funktioniert noch. Nein. Da ist noch ein Geist. Der hat keine roten Augen. So, heilen wieder. Ja, nochmal. So. Und jetzt haben wir die Wahl, durch welchen Gang wir weitergehen. Ich würde gerne durch den oberen weiter hier. Also hier rein. Und ein Höllenhund. Zum Glück habe ich den funktioniert der Feuerresistanztrank noch. Ich wollte hier eigentlich speichern, aber dann mache ich das eben jetzt. Ein Geist. Noch einer. Boah, lauter Skelette. Bisschen weiter zurück. Okay, sonst keiner mehr. Heiltrank. 60 Gold. Nichts. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den da gelootet habe. Irgendwas greift mich schon wieder an. Komm schon, stirb endlich. Okay. Platten. Gauntlets. Ich glaube, das waren die Handschuhe. Die brauchen wir nicht, weil sie aus Platte sind. Okay, dann.
könnten wir hier weiter oder hier oben. Was ich mache ist erstmal hier runter. Da würde es weitergehen. Hier ist ein Geist. Okay. Heiltrank. Und erstmal hier weiterschauen. Denn hier war dieser kleine Gang. Dann haben wir das auch erkundet. Ich möchte oben weiter. Also hier. Ein Geist. Skelette. Hier sind wirklich sehr viele Geister und Skelette. Aber das heißt, dass es auch einigermaßen ungefährlich für uns ist. Okay, hier. Ah, das hier ist der kleine Gang. Da ist hier eine Tür. Und wo kommen wir hier hin? Durch eine Tür. War da nicht gerade noch eine Tür? Eine Tür gezeichnet? Wow, 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 wow. Fast gestorben. Okay, da würde es weitergehen. Sonst noch? Nein. Nur dort? Gehen wir dort weiter. Wir könnten hier sogar schlafen, wenn wir wollten. Skelette! Okay, ich habe hier auch irgendwo Spinnen gehört. Ich hab 60 Gold, ja! Aber ich weiß nicht wo. Okay, irgendwo hier sind noch Skelette.